Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Heute mal wieder ein hoffnungsvolles HR-Startup, HR vielleicht auch in Klammern, am Start hier. Ich bin ganz gespannt. Das hat einen coolen Namen, 150 Minuten. Und ich habe den Co-Founder am Start. Er ist seines Zeichens Dr. Med, Sebastian Vogel. Herzlich willkommen, Sebastian. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Freut mich auch. Wenn man dann auf LinkedIn ist, dann sieht man in deinem Profil auch, dass direkt BGM da steht. BGM für Sportmuffel, also betriebliches Gesundheitsmanagement für Sportmuffel. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, was ihr wirklich macht mit 150 Minuten, erzähl doch mal, wie du überhaupt in dieses Themenfeld reingekommen bist und wie es überhaupt zur Gründung gekommen ist. Sehr gerne. Also 150 Minuten, du hast es gerade schon ein bisschen angedeutet, ist eine Art Netflix für Bewegung, was auch Bewegungsmuffel und Sportmuffel ansprechen soll und anspricht. Und das Thema Bewegung, das begleitet mich seit gut 20 Jahren. Ich habe jetzt keinen typischen Gründerlebenslauf, habe also nicht BWL studiert, sondern Medizin. Und ich habe im Studium immer gejobbt im Krankenhaus und da in der Orthopädie und habe schon viele Menschen gesehen, die Probleme hatten aufgrund von Bewegungsmangel, gerade an den Gelenken, Rücken etc. Und das war so der erste Touchpoint mit diesem Themenfeld. Und dann während Covid habe ich im öffentlichen Gesundheitswesen geforscht und Studien geleitet. Und da habe ich in wissenschaftlichen Zeitschriften Artikel veröffentlicht und musste hunderte von Studien lesen. Und da habe ich die 150 Minuten entdeckt. Okay, spannend. Ich habe natürlich neugierig ein bisschen auf LinkedIn auch in deinem Profil da rumgelinst. Du hast zwar keinen BWLer-Background, aber du warst eine ganze Zeit lang bei einer sehr bekannten Strategieberatung. Und von daher glaube ich, vielleicht auch da an solche Themen rangekommen, Unternehmen, wie läuft es ab in der Wirtschaft und hast, glaube ich, ich spekuliere jetzt, deinen Co-Founder dort auch kennengelernt, oder? Genau, mein Co-Founder war auch bei der bekannten großen Unternehmensberatung. Wir hatten uns tatsächlich kurz flüchtig kennengelernt, also wir wussten voneinander, aber richtig kennengelernt haben wir uns dann erst später. Ja, bei der, also ich weiß nicht, kann ich sie nennen, also bei der Boston Consulting Group, da habe ich im Gesundheitswesen Kunden beraten und vor allem Krankenhäuser, Krankenkassen und ja, kannte dann schon so die Themen, die das Gesundheitssystem hat, insbesondere Bevölkerungsgesundheit, Themen wie Bewegungsmangel, Adipositas, Herz- und Kreislauferkrankungen etc. Und habe auch ein bisschen verstanden, wie die funktionieren, wie die Entscheidungen treffen. Und das hat natürlich dann auch, also es hilft, sich in diesem Ökosystem zurechtzufinden, auch wenn man jetzt im Gesundheitsbereich tätig ist. Mega spannend. Ich habe selbst so eine Vergangenheit. Ich war auch mal im Bertelsmann-Konzern eine Zeit lang für betriebliches Gesundheitsmanagement zuständig und war damals froh, in einem Unternehmen zu sein, was sehr früh gesagt hat, das ist uns wichtig, die Mitarbeitendengesundheit. Das ist echt schon lange her, also 15, 16, 17 Jahre so die Ecke. Ich glaube, da war Bertelsmann recht früh unterwegs. Inzwischen ist das ja ein Thema, wo man sagen kann, das ist lange kein Thema nur für einige wenige Unternehmen, sondern es ist sehr stark, würde ich behaupten, in den Mainstream gerutscht. Die Frage ist natürlich, oder anders ausgedrückt, mehr geht immer und betriebliches Gesundheitsmanagement ist ein Case, der total Sinn macht auf einer Individualebene und auch auf einer organisationalen Ebene, kostet trotzdem Geld und trotzdem ist es immer gar nicht so einfach. Das war damals meine Erfahrung, weil ich musste auch Geld loseisen von den verschiedenen Profit-Centern. Na, alle sagen, ja klar, macht Sinn. Aber dafür soll ich jetzt auch noch Geld ausgeben? I don't know. Jetzt zur Founding Story. Ihr habt ja dann gegründet, interessanter Zeitpunkt, zumindest wenn LinkedIn da korrekt ist, Anfang 22. Also wir hatten die Corona-Situation und dann 22 gegründet. War das Zufall oder war das, irgendwie habt ihr gesagt, jetzt ist die Zeit reif? Wie kam das?
Nee, Zufall war das nicht. Also ich springe noch mal ganz kurz zurück zu dieser Corona-Zeit, wo ich geforscht habe. Und da war ein entscheidender Moment, da habe ich eine Studie gelesen, wo sich gezeigt hat, dass Menschen, die sich 150 Minuten pro Woche bewegen, ja, mit mittlerer Intensität, dass die ein 43% niedrigeres Sterberisiko haben, also ein Risiko an Corona zu versterben und auch ein niedrigeres Risiko, um an Corona zu erkranken. Und ich fand das spannend, weil alle sprachen über alle möglichen Themen, aber jetzt nicht wirklich über Bewegung. Bin da weiter reingegangen, habe mir angeschaut, was hat Bewegung noch für Effekte, und da kam eigentlich raus, dass es eine richtige Wunderwaffe ist, eine Wunderpille, senkt das Krebsrisiko, verlängert die Lebenserwartung je nach Studie bis zu 12 Jahre, verbessert massiv die mentale Gesundheit. Und mentale Gesundheit ist ein absolutes Trendthema. Sprechen die Leute auch jetzt eher über Achtsamkeit und vielleicht Psychotherapie und nicht so viel über Bewegung. Und das ist wirksamer als alle anderen Interventionen, alle anderen Verhaltensänderungen, die es gibt. Und deswegen haben wir dieses, hey, wir müssen eigentlich Netflix für Bewegung gründen. Deswegen war das auch was, wo mein Mitgründer Martin auch sofort dabei war. Also sein Job war es zu der Zeit, Startups beim Aufbau zu helfen. Und wir haben uns schon während Corona und auch davor ausgetauscht über das Thema, kam so von der digitalen Physiotherapie und dann irgendwann zu dem Entschluss Bewegung, Netflix für Bewegung. Und jetzt hier der große Schlag, der Brückenschlag zum betrieblichen Gesundheitsmanagement eigentlich. Ein Angebot, das nicht die Sportlichen nur anspricht, sondern auch diese Bewegungsmuffel. Ja, die Mehrheit der Deutschen zählt sich zu den Bewegungsmuffeln. Genau. Und 2022 dann gestartet, 21 gegründet, 22 gestartet. Typisch nicht in der Garage, aber im eigenen Wohnzimmer die ersten Trainings gemacht. Der erste Trainer von 150 Minuten, das war ich, mit Unterstützung von Physiotherapeuten, wir hatten schon früh ein Expertenteam dabei. Und ja, wir haben früh gemerkt, die Leute bleiben dabei. Und dann haben wir weitergemacht. Ich finde das spannend. Also du hast jetzt schon zweimal, vielleicht sogar dreimal gesagt, ich sage es jetzt auch nochmal, Netflix für Bewegungsmuffel. Ist natürlich geil, irgendwie zusammengefasst, was ihr macht. So, am Ende ja hätte ich das beschrieben als absolut hochskalierbares Fitnessprogramm für zu Hause eigentlich, ne? Also kannst du zu Hause bequem vorm Fernseher halt machen. Solche Angebote gibt es ja inzwischen ganz viele. Aber mit dem Fokus auf BGM, da kenne ich halt echt nicht so viele. Das ist ein interessanter Mix. Jetzt ist da natürlich immer tricky. Wie kriegst du es hin, dass die Unternehmen dann auch wirklich das Gefühl haben, dass die Mitarbeitenden zu Hause vor der Couch dann auch wirklich was machen? Also die ganze Messbarkeit, ich kann mir vorstellen, dass das bei eurem Sales-Prozess die Hauptdiskussion ist, weil ihr werdet ja nicht darüber diskutieren, ob das sinnvoll oder nicht sinnvoll ist mit den Kunden, sondern ihr werdet darüber diskutieren, wie kann ich nachweisen, dass es wirklich was bringt. Also das muss ja irgendwie messbar sein. Und dann die Frage, die ganz wichtige Frage, wie stellt ihr sicher, dass die Leute dabei bleiben? Das sind, glaube ich, wirklich so Kernfragen, die ich mir zumindest vorstellen könnte. Ja, Messbarkeit, wunderbar. Wissenschaftler, ich möchte eigentlich wissen, dass alles, was ich behaupte und dass alles, was ich mache, dass es einen Effekt hat, dass es nachweisbar ist, ja, wissenschaftlich nachweisbar ist. Und 150 Minuten, du siehst, bei uns ist die Einheit, sind die Minuten. Man könnte fast sagen, unsere Medizin sind Bewegungsminuten. Warum? Weil wir eben sehen, je höher die Bewegungsminuten der Mitarbeitenden, umso besser die Effekte für erstmal den Menschen und dann mittelfristig dann auch für das Unternehmen. Und diese Bewegungsminuten bei den Mitarbeitenden, die messen wir und die reporten wir. Ich habe in einem Podcast von dir gehört, da wurde über ganz viele Maßnahmen gesprochen, ja, die angeboten werden, und über Aktivitäten. Jetzt ist das Problem da, eine Aktivität kann halt auch sein, dass man sich gesundes Obst bestellt hat. Mhm. Und gesundes Obst zu essen ist eine gute Sache. Spazieren gehen ist eine gute Sache. Mit dem Hund zu gehen ist eine gute Sache. Aber einen Effekt hat das nachweislich nicht so, wie jetzt die sportliche Betätigung. Und ja, die Messbarkeit, erstmal, vielleicht kann ich mal
beschreiben, wie wir mit den Unternehmen ins Gespräch kommen. Ne? Die sagen erstmal, Bewegung für Schwach, Sportmuffel, super, versuche ich schon immer zu erreichen, kriegt man nicht, ich habe alle möglichen Fitnessstudios im Angebot, und die das machen, das sind halt eigentlich immer die, ich kenne die, ne? Das ist eine 500-Mann-Bude, da kennen die 10%, die da mitmachen, und das sind eigentlich die super schlank sind, drahtig, so der Typ Triathlet. Du erreichst die du gar nicht erreichen musst, wie immer bei diesem Thema, ne? Genau. Und deswegen sagen wir, so, jetzt gib mir mal die anderen, das sind ja 90%, gib mir mal die da nicht mitmachen, ja, gib mir mal 10 von denen, einfach ganz normale Mitarbeiter, so. Und die testen das 4 Wochen, und was wir machen, wir fragen am Anfang, hey, wie viel Sport machst du? Ich frage als Arzt noch, was sind deine Wehwehchen, und mess die auch, und dann gibt es so eine Schmerzskala, und dann frage ich nach 2 und 4 Wochen nochmal, wie es ist, und dann kann ich, also ein bisschen stolz, sind wir schon auf das Ergebnis auch, im Schnitt, wir haben es jetzt gerade ausgewertet, machen die Leute 93 Minuten mehr Sport als ohne uns. Und das ist das, was wir auf der Plattform messen. Wir haben auch die Aussage, dass dank uns und dank diesem Einstieg, den wir die Leute geben, auch keine Ahnung, am Sonntag die Leute jetzt mehr rausgehen, ne? Weil sie nach einer Zeit, sie werden fitter, besserer Stand, bessere Muskeln, dann gehen sie mehr wandern. Das ist ja nochmal was bei uns gar nicht mit dabei ist. Also genau, das ist, glaube ich, wichtig, was messbar ist. Und eine zweite Zahl, also erstmal 1,5 Stunden mehr Sport mit uns als ohne uns, bei Leuten, die vorher häufig 0 Minuten haben. Ich frage wirklich, wie viele Minuten Sport machst du jetzt pro Woche? Das ist oft die Antwort 0 und hinterher eben diese 1,5 Stunden im Schnitt. Und das zweite, was ich frage, wie sieht's aus mit Schmerzen? Rückenschmerzen, der Klassiker, Schulter, Nacken, alle wir sitzen so. Und da haben wir eine 60-prozentige Reduktion, und zwar schon nach 4 Wochen. Super. Die Frage ist dann natürlich, wie man das Ganze ausweitet. Also ich stelle mir auch da vor, die Unternehmen kennen ja so ein paar Leute, die wahrscheinlich auch sagen, ich würde so gerne, aber ich kann den inneren Schweinehund nicht überwinden. Das ist ja eh das Hauptproblem. Und dann in eine Regelmäßigkeit zu kommen und dabei einfach stumpf dabei zu bleiben. So aus meiner eigenen laienhaften Erfahrung ist das sozusagen das, der gordische Knoten, der durchschlagen werden muss. Wie bringt ihr die dahin, dass sie das wirklich regelmäßig machen? Ich verstehe schon, also eine Zeit lang, 4 Wochen, dann machen die das, dann stellen die Fortschritte fest, das motiviert. Aber es muss ja dann irgendwie weitergehen. Genau, auch hier wieder, ich bin Arzt, ich bin Wissenschaftler, ich schaue mir mal an, wer ist denn da der Experte bei diesem Thema? Und wir sprechen jetzt ja von Routineaufbau, von Motivation erhalten. Und da gibt es von Harvard bis Stanford führende Forscher, die da sehr, sehr viel schon rausgefunden haben, was funktioniert. Und Nummer 1, warum machen wir diese 4 Wochen? Naja, es dauert 3 bis 6 Wochen, bis man eine neue Routine aufbaut. Und wie kriegen wir das überhaupt hin? Also wenn man diese 3 bis 6 Wochen überbrückt, ist die Chance, dass jemand dabei bleibt, schon mal ziemlich groß. Die meisten fallen schon gleich vorher raus. Die loggen sich einmal an. Ich weiß nicht, ob du mal mit so DIGAs gesprochen hast, da veröffentlichen die Krankenkassen manchmal Zahlen, da ist irgendwie die Anzahl von den Leuten, die sich ein zweites Mal einloggen, ganz klein. Also die verlierst du sofort. So, was machen wir? Wir nehmen die Leute an die Hand. Wir nehmen die an die Hand und wir fragen am Anfang eigentlich, warum machst du Sport, was willst du erreichen und wie viel willst du denn machen? Wir heißen 150 Minuten, ja, das ist so das Ziel. Aber wenn jemand, der 0 Minuten macht, auf einmal 60 Minuten macht, ist das fantastisch. Und das hat auch eine klare Auswirkung. Und dann erstellen wir für die Leute passend nach ihren Zielen einen Trainingsplan. Ja? Der Trainingsplan ist jetzt aber nicht nur nach den Zielen und Körperstellen, wo man vielleicht Probleme hat, ausgerichtet, sondern auch auf den Alltag, auf den Lebensalltag. Ne? Irgendwie eine alleinerziehende Mutter hat einen anderen Tagesablauf als ein 55-Jähriger, wo die Kinder aus dem Haus sind und studieren. So, und jetzt kommt, also neben dieser, du merkst schon, es gibt eine persönliche Betreuung. Echte Menschen reden mit echten Menschen, ja, und liefern ihnen Pläne. Aber jetzt kommt der zweite Teil, der bei uns anders ist als jetzt bei zum Beispiel anderen Angeboten. Ich sage mal jetzt irgendwie ein Jimondo oder bei YouTube. Wir haben einen Stundenplan mit Live-Trainings. Ja, mit Live-Trainings, tatsächlich sind die online. Und durch diese Live-Trainings kann man sich die Woche vorplanen. Ja, und das Gute ist, super niederschwellig. 2 Klicks, du bist angemeldet. Wenn du nicht hinkommst, passiert gar nichts. Das ist übrigens ein Unterschied. Ne? Wenn du irgendwie einen Yoga-Lehrer hast im Unternehmen, dann musst du dich verpflichten. Das ist eine Schwelle. Damit verlierst du gleich einen ganz großen Teil der Leute. Bei uns
ist es komplett niederschwellig. Und so kannst du dann sagen, okay, jeden Mittwoch morgens mache ich Yoga oder ich mache Rückentraining am Samstagmorgen mit dem Physiotherapeuten bei uns. Und das ist was, was total hilft. Und dann, naja, dann machen wir das, was diese Forscher der Motivationsforschung rausgefunden haben. Hier und da schicken wir Erinnerungen. Und nicht nur das, auf einen bestimmten, es sind bestimmte Sachen passiert. Jemand hat 100 Minuten die Woche trainiert, dann schicken wir eine kleine, naja, klasse, schon für 100 Minuten trainiert. Oder du hast ein Training gebucht, bist aber nicht hingegangen. Hey, wir haben dich vermisst. So, und das über die Wochen plus, wenn die Leute was fragen, wir sind ziemlich... Wir antworten relativ schnell. Die haben eigentlich das Gefühl, dass sie einen Personal Trainer haben, der immer dabei ist. Ja, wir haben jetzt einige Leute, die uns in Urlaub mitnehmen. Wir haben Leute, die mit ihren Ehepartnern zusammen das machen, was auch noch super, super gut ist. Wir haben Leute, die mit ihren Kindern zusammen irgendwie im Wohnzimmer trainieren. Und das ist so, du merkst schon, bislang in der alten Welt müssen die Leute ihr Leben nach dem Sport richten. Der Sport richtet sich nach den Leuten eigentlich, ja. Mhm. Genau, du hast es gesagt. Und wir haben, du musst bedenken, wir haben über 2 Jahre rumprobiert und wir haben ständig mit den Leuten gesprochen, haben gefragt, warum klappt das nicht? Und es gibt eine ganze Reihe von Gründen, die wir einfach durch logistische Themen, durch kleine Tricks adressieren können. Hört sich wirklich cool an. Was mich so ein bisschen interessiert, also vielleicht noch eine letzte Frage zu dem, was ihr da inhaltlich macht, weil mich interessiert auch so ein bisschen, wie ihr als Startup euch entwickelt. Ja. Diese 150 Minuten, was fällt unter Bewegung? Weil du eben sagtest, ja, der Spaziergang mit dem Hund ist es schon mal nicht. Nee. Habe ich so gedacht, okay, ich kenne so ein paar Pappenheimer, die es vielleicht auch mehr nötig hätten, die sagen dann, ja, ich gehe ja jeden Tag mit dem Hund. Okay, das ist es anscheinend nicht. Aber ab wo wird ein Training eigentlich effektiv? Genau. So, das ist ja nicht nur die Zahl der Minuten, sondern irgendwie muss er wahrscheinlich eine gewisse Belastung haben. Die soll auch nicht zu hoch sein. In welcher Spanne bewegt man sich da? Wie misst man das? Und wie stellt ihr sicher, dass die Leute, ich sag mal, nicht zu hart trainieren, weil sie überehrgeizig sind, aber auch nicht zu soft, weil sie vielleicht denken, ja, ich mache das ja, aber im Grunde genommen bringt es gar nichts. Okay, zwei Fragen. Einmal, was ist Sport? Auch da haben wir nicht das Rad neu erfunden. Das sagt die WHO, diese 150 Minuten mittlere Intensität, was ist das? Das ist ein Sport, der dich leicht ins Schwitzen bringt, je nach Altersgruppe, ein 100er, 110er, 115er Puls. Und bei den 150 Minuten sollst du zweimal in der Woche ein Krafttraining machen, was einen Muskelwachstumsreiz setzt. Hat sich herausgestellt, dass die Muskelmasse extrem korreliert mit Gesundheit. Ne? Also interessant zum Beispiel, Leute, die ihre Muskulatur trainieren, haben im Alter seltener Demenz. Also würde man nicht denken, wahrscheinlich haben die Muskeln auch so eine Funktion, dass sie Hormone, wichtige Hormone ausschütten und also von einigen weiß man schon, aber das ist total wichtig. Das heißt, diese Sportdefinition haben wir einfach übernommen und wir sagen so ab 20 Minuten. Na, wenn du aber dann jetzt anfängst zu gucken in der Literatur, es gibt Studien, die zeigen sogar schon 15 Minuten pro Woche bewirken was. Na, also alles ist gut, wir sagen nie, oh, du hast nicht 150 Minuten erreicht, sondern alles ist gut. Aber deswegen zählt das Radeln auf dem E-Bike zum Einkaufen und der Gang mit dem Hund nicht. Nichtsdestotrotz ist es gesund, an der frischen Luft zu sein, sich zu bewegen. Das heißt, wir sagen nicht, mach das nicht, wir verstärken das. Aber dieses Ziel in unseren Trainings wollen wir natürlich erreichen. Und da haben wir verschiedene Level, ja, Level 1, 2 und 3. Und besonders bei uns ist dieses Training, das nennen wir All Levels. Und das ist jetzt das Besondere an unseren Trainern. Die sind extrem gut qualifiziert und die zeigen Variationen. Das heißt, die sagen den Leuten, hey, wenn du heute super viel Power hast, und das kennt jeder, manchmal kommt man irgendwie ins Studio und sagt, jetzt packe ich nochmal so im Fitnessstudio, jetzt packe ich nochmal 5 Kilo mehr drauf. So, dann mach die Übung so. Und ich weiß nicht, ob du schon mal gesehen hast, so eine Kniebeuge, die kannst du so machen oder du kannst sie so machen und dann ist sie dreimal so schwierig. Im Endeffekt, die Leute müssen entscheiden, wie intensiv sie es machen können. Sicher haben die, wenn die bei unseren Trainings mitmachen, diesen Muskelwachstumsreiz immer mit dabei und normalerweise ist auch der Puls erhöht und die Leute fangen an zu schwitzen. Wir haben für die Sportmuffel
versuchen wir zu vermeiden, dass es eine Überlastung gibt. Total wichtig, weil das ist so demotivierend, wenn man das Gefühl hat, oh Gott, und das ist so dieses Thema während Covid, ne? Pamela Reif und so, super für die jungen Leute, aber schick mal da jemanden 50-Jährigen rein, der seit 20 Jahren nichts mehr gemacht hat. Wow, totale Überforderung und mach die nie wieder. Deswegen ganz wichtig, die Leute langsam ranzuführen und dann können die auch steigern, auch von der Zeit her. Deswegen, wir haben dann Level 3. Ne? Wir haben ein Training, mein Mitgründer macht das immer, der verbrennt da in 50 Minuten 700 Kalorien, der trackt das immer. Da bist du alle, wenn du das machst. Das heißt, nach oben ist es gar kein Problem, aber gerade am Anfang, wenn wir über diese Motivation, du hast ja vorhin gesagt, wie schaffen wir es, dass die Leute dranbleiben? Wichtig ist, dass die Leute einen stetigen, langsamen Fortschritt merken. Und wenn du liest bei unseren, irgendwie auf Trustpilot oder so, beschreiben dir die Leute das auch ganz, ganz genau. Also, die sagen, ja, ich bin jetzt schon besser geworden. Und wir haben auch so eine Einschätzung, wo wir drei Übungen haben vom Deutschen Olympischen Sportbund und wir machen die am Anfang und nach 4 Wochen und auf einmal 40% mehr Wiederholung. Das fühlt sich halt auch mega gut an. Ja, super. Sehr cool. Jetzt ist es ja so, also dieser skalierende Geschäftsansatz, der möglich ist durch Technologie, so wie es aufzieht, wäre es vor 20 Jahren ja gar nicht gegangen, wegen fehlender Technologie, Bandbreiten und so weiter. Und trotzdem die Verquickung mit echten TrainerInnen, mit echten Coaches, glaube ich auch, dass das total Sinn macht. Aber wie habt ihr gestartet? Das ist ja am Anfang durchaus aufwendig, so ein Programm aufzustellen, die ganzen Videos entsprechend zu drehen, die Trainer alle ranzuholen. Also das wird dann irgendwann spannend, wie bei jedem Plattformansatz, wenn du genug Reichweite, genug Traffic da drauf holst. Wie habt ihr das gemacht? Ja, wir sind eigentlich, unser Programm ist eigentlich mit der Anzahl der Kunden gewachsen und immer mit der Nachfrage der Kunden. Ne? Wir haben, wenn wir irgendwie ein gewisses Training noch nicht hatten und von einem größeren Kunden eine Nachfrage danach kam, dann haben wir das dann natürlich eher dann mit in den Stundenplan aufgenommen. Wir haben jetzt auch relativ, interessanterweise, wir haben relativ viele Daten, ne? Wann trainieren Sportmuffel besonders gerne und können da schon ganz klare Ableitungen treffen. Ja, Ableitungen treffen, genau. Also die es gibt gar nicht, also es gibt Schichtarbeiter und dann gibt es 9-to-5 und dann gibt es irgendwie den CEO und so. Das sind aber jetzt nicht unendlich viele, das sind 5, ne? Und da kann man mit bestimmten Zeiten gut abholen. Gut, ganz am Anfang haben wir so angefangen, auch wieder, was ist häufig, was hören wir? Wir haben halt immer gefragt, warum willst du Sport machen und was sind die Wehwehchen, die du bekämpfen willst? Auch viele sagen auch sowas, also neben Rückenschmerzen auch sowas wie, ach, kosmetisch, Gewichtsverlust etc. Und da hatten wir immer eine Top-5-Liste und wir wussten, die muss abgedeckt werden. Und im Zentrum ist, dass die Nutzer happy sind. Also wir sind sehr eng an den Leuten dran und wir wissen immer, wie sind unsere Bewertungen der Trainings, wie ist das Bewertung von unserem Programm. Wir haben jetzt so eine automatische Funktion, wenn ein Training mit schlechter als einer 5 bewertet wird, von 1 bis 5, ja, weniger als 5 Sterne, dann kriegt das ganze Team eine automatische Nachricht und sowas. Und wir haben alles, was wir gemacht haben, da haben wir drauf geschaut und es blieb hoch, da wurde immer besser. Und einfach im Austausch mit den Leuten zu sein. Und es gibt ja dazu auch wieder Untersuchungen. Das Robert-Koch-Institut guckt jedes Jahr, was haben denn die Deutschen? Womit treiben die sich rum? Und manche Arbeitgeber haben auch so Gefährdungsbeurteilungen. Die wissen schon, haben die eher Nackenschmerzen oder in der Produktion, keine Ahnung, haben die alle Schulterschmerzen, weil die eine Maschine einhändig bedienen. Und da können wir das ziemlich passend dann auch das Programm gestalten. Super. Wenn ihr jetzt nach vorne schaut, das hat sich ja ziemlich cool alles entwickelt. Was habt ihr so als nächstes vor? Wie soll sich das Ganze weiterentwickeln? Geht es einfach nur um mehr Masse auf der Plattform? Oder habt ihr vor, das irgendwann statt B2B auch B2C anzubieten? Ist ja ein vielleicht total naheliegender Gedanke. Vielleicht gibt es auch gute Gründe, warum ihr es nicht macht. Also vielleicht kannst du da ein bisschen verraten, wohin ihr weiter wollt. Da kann ich nur mal ganz kurz zurückgehen. Wir sind ja ursprünglich tatsächlich für B2C auch gestartet. Alright. Genau, und dann haben wir gepostet auf LinkedIn und dann wurden wir angeschrieben von Unternehmen, sagten, genau das brauchen wir. Und dann war unser Ziel halt, also wir haben sehr schnell gemerkt, dass die Leute davon massiv profitieren. Und unser Ziel war das an so
viele Leute wie möglich, denen das zugänglich zu machen. Und der B2B-Ansatz, das ging dann einfach schneller. Wir haben höhere Nachfrage bekommen. Du hast höhere Volumina bei den Verträgen. Das heißt, uns ist, also wenn das mittelfristig, also wir haben auch so Geschichten wie jemand, der über ein Unternehmen mit uns trainiert, holt dann auf einmal die Familienmitglieder dazu. Das ist ja dann eigentlich B2C. Das passiert dann aktuell nebenher. Ja, das monetarisiert ihr ja nur nicht dann, ne? Doch, es kann okay. auch hier und da, doch, man kann auch als Privatkunde bei uns anmelden, das ist gar kein Problem. Kommt auch ab und zu, die Leute googeln uns oder googeln 150 Minuten und dann landen die auch als Einzelkunden bei uns. Aber wir sehen halt, die Nachfrage bei den Unternehmen ist groß, weil diese Krankenquoten, also es ist unvorstellbar, wenn man sich das mal anguckt, wie sich das in den letzten, du hast ja gesagt, vor 17 Jahren hast du dir das angeguckt, seitdem haben sich die Fehltage mehr als verdoppelt. Ja, das weiß ich. Auch die psychischen Belastungsfälle sind extrem gestiegen, ne? Mhm. Ja, total. Und das heißt, da ist ein größerer Handlungsdruck. Übrigens, weil du gerade psychische Belastungen sagst, hat mich auch fasziniert, die Leute, die 150 Minuten Sport die Woche machen, haben ein 30% niedrigeres Risiko an Depressionen zu erkranken. Die haben viel seltener einen Burnout. In einer Studie wurde ein Medikament mit Bewegung einfach verglichen, in einer Kontrollgruppe, und die Bewegungsgruppe hat besser abgeschnitten. Also es wirkt auch bei den großen Themen. Wir haben zwei Blöcke, die aktuell die Krankentage verursachen. Einmal diese muskuloskeletalen Probleme, Rücken- und Stress. Verspannung, genau, und Stress und psychische Themen. Ja. Und die Ärzte und die Experten, das ist das Einzige, was nachgewiesenermaßen wirkt. Aber eben, und da, ich finde es gut, dass wir jetzt gar nicht darüber über jetzt, warum es bislang nicht so funktioniert, sondern eher über uns gesprochen haben. Aber diese Frage danach, wie viel werden die Angebote denn genutzt, die muss man sich halt schon stellen. Und die zu uns kommen, das sind häufig HR-Leiter, BGM-Leiter, die sagen, seit 10 Jahren reiße ich mir ein Bein aus. Ne? Ich habe 1000 Themen. Erstmal, ich habe jetzt irgendwie, jetzt habe ich New Work, jetzt habe ich Hybrid, Work from Home, ich habe nicht genug Leute, ich muss recruiten, Employer Branding, alles bei HR. Und jetzt soll ich auch noch Gesundheit machen, wo die Themen höchst medizinisch sind. Und sorry, die Leute haben kein Medizin studiert. Wie soll das alles HR machen? Und die sagen, ich habe alles probiert, die Fitnessstudios, die Apps, die Mentale, die Achtsamkeit, die Meditations-App, alles, aber es passiert nichts. Und die finden das sehr, sehr interessant, wie wir da rangehen. Wie gesagt, wir lassen die das testen und hinterher sagen 9 von 10, dass sie gerne weitermachen möchten. Und super. Du hast am Anfang gesagt, wie bleiben die denn dran? Also, wie gesagt, wir haben jetzt seit gut 2 Jahren Auswertung, und wir haben eine doppelt so hohe Retention Rate bei den Leuten als der Industriestandard. Und das ist klar, weil die Leute kriegen auch nach einem Monat einen Fortschrittbericht. Die kriegen nach 2 Monaten, hey, diesen Monat hast du so und so viele Minuten gemacht. Das sind die Kalorien, die du verbrannt hast. Das sind die Benefits, die du jetzt davon hast. Und der Unterschied ist, die verbinden sich mit den Trainern durch die Live-Trainings, die verbinden sich mit unseren Betreuern, die verbinden sich mit uns als Brand. Wir werden Teil vom Leben der Leute. Und wenn du einmal was machst und auf einmal sind deine Rückenschmerzen weg und du bist happy, dann hörst du damit nicht auf. Ich meine jetzt so, mein Netflix-Account, den lösche ich auch nicht. Ich liebe die neuen Serien, die da immer rauskommen. Alles klar. Super. Wie viele Leute etwa trainieren im Moment bei euch? Ja, also wir sind happy, dass das jetzt Fahrt aufgenommen hat. So seit einem Jahr fokussieren wir voll auf die Unternehmenskunden und die Nachfrage steigt. Wir closen jetzt auch in höherer Schlagzahl. Die Kunden haben jetzt eine vierstellige Anzahl von Nutzern und wollen aber in den nächsten 6 Monaten den nächsten Meilenstein, dass wir dann fünfstellig erreichen. Und ja, wir hoffen natürlich, dass es nach diesem Podcast hier die Anfragen reinhält. Vielleicht werden wir sechsstellig. Ja, sechsstellig. Mit Gero werden wir sechsstellig. Nee, aber ja, super. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. Ich finde den Ansatz echt cool. Ich würde mal die 150minuten.de Website in den Shownotes verlinken. Wäre es okay, wenn ich dein Profil, Sebastian, auch verlinke, falls Leute jetzt sagen, hey, habe ich gehört, finde ich interessant, würde ich gerne mal Kontakt aufnehmen. Letzte Frage von meiner Seite.
Ganz andere Richtung eigentlich, aber vielleicht auch nicht. Saatkorn hat ja den Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Was hat dich in letzter Zeit inspiriert, Sebastian? Also mich hat, was mich eigentlich Woche für Woche inspiriert, also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen cheesy, aber es war, ich bin ja ganz eng in Kontakt mit den Leuten, die bei uns irgendwie anfangen zu trainieren. Und was mich inspiriert, weiterzumachen und auch wir auch als Team, dass wir da weitermachen, sind die Feedbacks. Und zwar jetzt nicht nur, dass die Leute sagen, es macht mir Spaß, ich finde euch nett, das Programm ist so praktisch, sondern dass ich höre, wie das Leben der einzelnen Leute besser wird. Die Lebensqualität wird besser. Also nicht nur, dass irgendwie Rückenschmerzen weg sind, es sind auch so Sachen wie, ich schlafe besser oder ich kann jetzt längere Stadtausflüge machen, weil ich mich fitter fühle mit meiner Family oder ich kann mit den Enkeln oder Kinder besser spielen. Diese Feedbacks, die begeistern mich. Ich bin, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, wir sind schon stolz darauf, dass das Produkt so gut ist. Und das inspiriert mich, weiterzumachen und diese wunderbare Bewegung weiter in die Welt zu tragen und kommt auch voll rüber. Jetzt hören dich die ZuhörerInnen ja nur, ich sehe dich auch. Also es ist, du bist Überzeugungstäter, das merkt man eindeutig und ich glaube, das muss man bei dem Thema auch sein. Mir hat es Spaß gemacht, dass wir 30 Minuten geschnackt haben. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Wünsche dir und 150minuten.de weiterhin ganz viel Spaß, Erfolg und natürlich Gesundheit. Danke dir, Gero. Hat viel Spaß gemacht mit dir. So, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist und du Interesse an Recruiting, Retention und HR-Tech generell hast, dann abonnier doch jetzt meinen Saatkorn-Newsletter. Jeden Sonntag gibt es dann ab sofort alle Saatkorn-Podcasts und Artikel der kommenden Woche direkt in dein Postfach. Link dazu in den Shownotes. Und jetzt habe ich noch einen zweiten Tipp. Wenn du Interesse an Innovation hast, ja, die gibt's en masse bei den Trendence Awards powered by Embrace. Am 7. November 2024 werden in Berlin die diesjährigen Awards live on stage vergeben. Wenn du wissen willst, was rund um Employer Branding, digitales Recruiting oder Talent Intelligence der heiße Scheiß ist, dann besorg dir jetzt dein Ticket oder noch besser, reich dein cooles HR-Projekt jetzt ein und gewinne selbst einen Award. Auch dazu alle Infos in den Shownotes.